schnittige Frisur, auch ein schnittiges Spiel. Heute darf er es gegen die Bayern zeigen. Elias Harris schnappt sich den Ball und die Bayern von Livingston. Schön unterm Korb, klassen angespielt, kriegt er ihn auch. Ja, er kriegt ihn hin. Schöner Spin-Move unter dem Korb, nochmal gedreht vom Würzburger. Seljas attackiert, schön durchgesteckt und dann ist Block da. Die Blocker. Von Maro, Kick-out raus zu Giffey, noch einmal weiter auf Wimberg. Schön gespielt vom Weltmeister. Carson Edwards, bislang noch sehr, sehr wenig von ihm bislang gesehen. Hatte ja am Freitag das Duell gegen seinen Ex-Club. Jetzt kommt der erste Versuch und der erste Treffer. Er dagegen, Carson Edwards. Und das war der Dreier. Ja, sie haben ihm ein bisschen Tageslicht gegeben. Und natürlich, wenn du ihm da ein bisschen Platz gibst, dann drückt er da von draußen ab. Riskanter Pass vom Giffey, schön gemacht von Ugray und dann Otis Livingston. Das ist Livingston gegen Ibaka gewesen, aber Ugray kommt schnell zurück, muss aufpassen. Und dann sagt Ibaka, okay, dann nagel ich das Ding einfach mal ran. Sein Vater Chris Welper dann in Amerika geblieben. Der große Schweiger, der leider schon verstorben ist. Der Held der EM 93 und das ist Booker. Von draußen klingeln. Silva Francisco hier in der Defense gegen Perry. Das ist der, den ich meinte. Diese Überraschung bei den Münchnern in dieser Saison. Der zählt. M1. Nick Weiler-Babb nochmal der Kickout wieder zu Booker. Nochmal weiter. Francisco zögert ein bisschen. Edwards sicher nicht. Edwards mit dem Dreier. Weiler-Babb mit dem Offensivrebound. Und dann Carson Edwards. Natürlich, wenn er da aus vollem Lauf kommt. Silva Francisco wieder Pick and Roll Versuch mit Ibaka. Jetzt kriegt er den Ball. Und da geht sofort durch Devin Booker. Und jetzt hat der Welp auf dem Rücken, kriegt den schönen Ball. Da muss die Hilfe früher kommen. Und dann ist Weidemann draußen frei mit dem Dreier und dem Treffer. Das ist wunderschönes Ballmovement. Und das ist die Auszeit von Sascha. In dieser Partie also mehr als die Hälfte bei den Würzburgern. Block von Bess gegen Weiler-Babb und dann könnte schnell gehen von Weidemann. Livingston, nächster Versuch, wieder die Fahrkarte. Diese Statistik, sie ist eine aus der Hölle und wieder ist Booker schnell vorne. Und diesmal kann er sich durchsetzen. Crossover-Dribbling, macht's alleine, Brankovic wäre da, Klassen stört ihn, kein Foul. Seljas zieht das Foul, macht das stark. Booker da noch reinzustellen, aber Seljas super clever. Der Ehemann. Ich schaue gleich nochmal nach für euch. Aber nachdem wir ja schon vorhin vor 2-3 Fahrkarten bei 20% waren, Francisco auf der Gegenseite läuft es deutlich besser. Also deutlich besser ist auch übertrieben. 5 von 13, aber im Vergleich. Es ist immer nur eine Frage des Blickwinkels. Ich glaube, mit 5 von 13 wären die Würzburger selig in dieser Partie bis hierher. Block von Brankovic gegen Perry. Der Mann geht runter, dafür kommt Wimberg. Wimberg, Brankovic und Giffey noch dazu. Eine Stück weit wilde 5, die da bei Laso auf dem Feld ist. Die Bayern mit ein bisschen Glück in dieser Situation. Gegen Livingston, ja, er versucht da so ein bisschen zu stören, aber das ist natürlich ein Ritt auf der Rasierklinke, weil wenn du da einen Fehler machst, ist Francisco an dir vorbei, aber er macht das gut. Der Dreier aus dem Dribbling und der ist gut. Francisco mit dem Dreier und Wimberg mit dem Halten und das ist so ansatzlos von und auch mit Georgien sicher eine Liga, da zieht es nicht so viele hin. Wieder Francisco, zieht vorbei, Brankovic. Das war mit ganz viel Fingerspitzengefühl im allerwortwörtlichsten Sinne. Perry jetzt mit der Verteidigungsaufgabe, lässt ihm ein bisschen Platz. Und der ist so schnell. Fake von Giffey aus der Mitteldistanz. Shooter's Touch, Shooter's Bounce. Spielen sie auf 2 for 1. Schaut gerade nicht so richtig danach aus. Spielen es aus. Noch 6 Sekunden auf der Shot Clock. Alley-oop, Anspiel, wieder der Tipp. Das ist so wunderschön. Höflich gesagt, die Bayern mit 9 im Ärmel. Livingston
Kommt bei Ugra über den Pick, geht alleine, macht es gut unten durch, wechselt nochmal die Hand und macht das rechtzeitig. Stanko Brankovic ausgetanzt von Downtown. Da läuft es noch überhaupt nicht. 3 von 18, 16% nur. Das ist nicht berauschend. Otis Livingston muss aber in den eigenen Spieler springen. Der sollte noch zählen. Er zählt. Das ist Isaiah Washington, der Mann, der Jelly-Fan. Mehr mit dem Körper, weniger mit den Armen. Bolmaro mit dem Fadeaway aus der Drehung heraus. Limberg. Schönes Ball-Movement. Harris will es zu schön machen. Jetzt alleine. Ja, also. Halt irgendwas aus dem Dribbling rausmachen. Das ist nicht besonders teamdienlich und höflich für den Youngster da. Und das ist wieder aus der Ecke mit Wilderbeth. Wo kommt die Bewegung her? Die haben jetzt dann schon wieder nur noch 6 Sekunden auf der Shotclock. Da kommt der Ball mal runter und Giffey ist da als Abfangjäger. Noch 6 Sekunden auf der Shotclock. Jetzt muss was passieren. Natürlich Turbo rein. Macht das alleine und der zählt. And one, Silva Francisco. Aber was der Junge abbrennt, da war es noch knappe 6. Das ist eigentlich okay verteidigt. Bess auf Werb, der ins Post-Up geht. Schöne Bewegung und dann ist mal wieder Serge Ibaka da. Russell hätte jetzt gesagt, kann man auch im Feld halten, diesen Ball. Schaut mal, dass noch ein Spin-Move über die Baseline kommt. Ugray mit dem Dreier, muss er nehmen mit Brett. Klar, wenn er nicht trifft, muss er sich das anhören. Ball durch die Beine, wunderschön gespielt, Perry. Mit dem Pass durch die Beine gegen Ibaka und dann Ugray. Der Nutmeg gegen einen NBA-Champ. Wimberg auf der Gegenseite, schön verzögert, hinter den Kopf genommen das Ganze. Und dann wieder Perry, der Mann, der Serge Ibaka den Ball durch die Beine gespielt hat. Perry macht es alleine, macht es gut, and one. Schauen wir nochmal hin, Perry, der Würzburger. Und das ist Serge Ibaka mit dem Slambank. Und wenn euch das hier nicht spannend genug ist, was ich merke. Ballverlust, Ugray, Giffey gegen Hoffmann. Verzögert lang, verzögert gut. Und dann am Abschluss, nächster Slambank. Ganz so schlecht selber raus aufs Feld, auch wenn das manchmal die Coaches wollen. Jetzt rutscht Perry da auch noch weg. Hallenboden in München sicher nicht der allerbeste. Block von Brankovic gegen den Kapitän, gegen Hoffmann. Das macht natürlich dann Filipowski nicht besonders happy, den Coach. Brankovic mit dem Alley-Oop-Dunk. Heute wird die. Und irgendwie haben langsam alle Spieler ordentliche Standprobleme. Hier rutschen sehr, sehr viele weg. No-Look auf Brankovic. Danko Branko. Gegen Carson Edwards, kommt vorbei mit zu viel Kraft. Kalou, viel Spielwitz, Kalou mit seinen ersten Punkten. Na also, ein Familientag, eine schöne Story, der Youngster. Martin Kalou mit dem Slam und vor allem hat er ihn sich so wunderschön selber vorbereitet. Bess and one. Lang ist es nur noch Kosmetik, aber das ist ganz, ganz fein und schön angemalt und noch besser. In München, die Bayern gewinnen deutlich, 87-64 mit 23 Punkten Unterschied, nachdem es in Halbzeit 1 schon ein hartes Stück Arbeit war. Topscorer.